Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Jo, moin, ihr Flüt oder Heu, liebe Landratten und Rättchen. Und damit herzliches Willkommen zur letzten, finalen, grandiosen Abschlussfolge von Star Trek Timelines. Ehrenvoll genug eingeleitet, mit dabei ist der Valvo. Wie abwertend das gerade klang. Und der Valvo ist mit dabei. Ey, die Idiot, aber ja. Nein, hallo? Das dreh gleich wieder um und flieg in ein anderes System. Nimm ich in meinem eigenen System auf. Jo, servus und hallo. Gott, jetzt sehe ich schon mit der Bridge Crew Stimme. Ich hab grad so viel Bridge Crew angeschaut. So fiepsen und gleich krächzen. Das was? Das kriege ich gar nicht hin, das würde so ungefähr so klingen. Oh, wie auf Drogen oder so, keine Ahnung. Ja, Freunde. Frisch von der Sterneflotten. Akademie. Akademie, genau. Runtergeflogen, auf ein Schiff versetzt und gib ihm. Ja. Und wie ist also, so? Beim Anno ist die letzte Folge, ich möchte schon noch weitermachen. Achso, ja, Entschuldigung. Also rein nur aus meiner Sicht. Ich bin ja Ego. Wobei, du meintest ja auch vielleicht so hier und wieder mal, wenn es dich überkommt. Ja, wenn es mich überkommt. Also das Maximale, zu dem ich mich hinreißen lasse, ist vielleicht einmal im Monat. Einmal im Jahr. Ich meine, da hätte man auch nicht viel zu tun. Letztes Mal den Jahresrückblick gemacht, so viel hat sie nicht getan. Stellst du mir gerade so vor, Jahresrückblick Timelines 2019. 2 Minuten. Ja. Folgende Sachen haben sie tatsächlich mal gefixt. 1 Sekunde später, ja, tschüss, neues Jahr. Ja. Jo. Magst du drüber reden? Waren schlimme Momente und Therapeut mit dem Ich muss jetzt was trinken. Okay, schön verpackt die Sonne. Schon probiert? Was denn? Stell dich mal so, dass du das Schiff von hinten siehst. Ich seh's gerade. Lensflare. Das ist der Turbolaser, der durch das Schiff durchstrahlt. Ich sehe auch gerade erst, wie nah wir hier eigentlich am Planeten dran sind. Ich dachte, der ist nicht so groß, aber... Nee, guck ich mal. Hör ich öfter. Oi. Oi. Das ist auch wieder so, dass der so teilweise nicht gut verarbeitet ist, der Planet. Ja, ich finde ihn nach hinten hin, es wirkt die Textur wie so... Matschepampe. Vorne und die Sonne so drauf strahlt, ist so ziemlich... Es ist eher ein Mond eigentlich, finde ich, was von vorne sieht, aber naja, finde ich so, keine Ahnung. Ist eine Einschätzung. Ja, sollen wir mit dem Eventl starten, oder? Können wir machen. Oh! Jetzt kommt's. Ja, nehmt Abschied, Brüder. So heißt das Event? Okay. So heißt das Event. Folgentitel. Ich passe das Eventtitel für diese Folge. Zumindest aus meiner Sicht. Oder Old Lang Syne. Ist das Englisch? Wenn ja, dann habe ich keine Ahnung, was das heißen soll. Ist Old nicht Tante? Aunt. Nee, Aunt. Also Aunt sie heißt Tante. Old heißt alt. Old heißt alt? Okay. Ich dachte Old, O-L-D. Ja. Egal, vielleicht gibt es auch mehrere Bedeutungen dafür. Mhm. Was ist denn lang? Heißt lang auch lang? Wie dir das noch erklären?
Okay. Also Leo sagt bei Lay ist ein Gleichschlag, Langschlag. Long, also Schlag. Nee. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Technisches Englisch. Spruch, glaube ich, aber wenn man es nämlich eingibt im Gesamten bei Google, kommt dann nämlich Auld Lang Syne with Lyrics von Komponisten Robert Burns. Ich habe keine Ahnung, wer das ist, aber. Ah, Ja, den da Wiki steht da. traditionelles Lied zu Silvester. Okay. Wörtlich übersetzt ungefähr so wie die längst vergangene Zeit, das passt so sehr. 205 Folgen. Eieiei. Auch man kann es hier sogar bei Wikipedia abspielen, da müsste es ja GEMA-frei sein, ne? Und die letzte Folge in Strike. Alter, das klingt wie irgendwie so ein, keine Ahnung, Nazi-Parolen-Ding, wenn das anfängt. So Rauschen und dann fängt so ein Trompete an, das so klingt. Nee, man spielt es nicht ab. Kanal Das gesperrt. Letzte Folge. Anne ist raus. Ja, okay. ja, Timelines hat mich zugrunde gerichtet. Das wussten wir eh schon. Dass das irgendwann Haben was passiert. Neues. Ja. Also zusammen gibt es dann auf jeden Fall den 5-Sterne High Roller Cisco aus der Bada Bing Bada Bang Folge. Mensch, Föderation, Sternflotte, Bajorana, kulturelle Persönlichkeit, Spieler, Deep Clever. Der macht aber so ein Gesicht wie so ein Pferd. Ein langes Gesicht. Ich glaube, das ist da, wo es gerade ein bisschen schief geht. Wo sie improvisieren müssen, dieser Casino-Raub. Ich freue mich schon auf die High-Roller-Übersetzung von Cisco. Hoher Roller Cisco. Roller. Oh, das wird lustig, das wird lustig. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Was könnten die? Ich frage mal Google, was. Also, Leo, das ist. Hohe Walzen, Cisco. Wow, schön, schön, schön. Was gibt's sonst noch? Gleitrolle. Gleitrollen, Cisco, das klingt so falsch. Wickler. Okay, na. Das wird lustig. Könnte mir jetzt schon gut gefallen. Gutes Raptor Beam, gutes Raptor Beam, wir warten auf euch. Ja, Sicherheit, Befehl und Diplo. Die Ja. Dreier-Todeskombi, die jeder hat. Ja, dann haben wir Brückenoffizier Treu. Die auch schon jeder hat. Die schon Ja. jeder hatte. Die hat schon jeder gehabt. Föderation Sternflotte, Mensch, später zu IDM, Part Counselor, Pfleger, Medizin, Befehl und Diplomatie. Boah, wird zum Commander befördert, nachdem sie den Test als Brückenoffizier abgelegt hat. Das ist auch so eine tolle Eigenschaft, die muss jeder abgelegt haben. Aber sie kriegt einen Text darüber, oder was? Vor allem, wieso steht denn da, Troy wird zum Commander, nachdem sie den Test als Brückenoffizier abgelegt hat? Wieso steht dann da nicht Commander Troy, sondern Brückenoffizier Troy oder Brückenoffiziers Testanwärter Troy Oh oder. Gott, nicht auf Ideen bringen. I don't get it. Ja, das war so geil. Das war auch schon, glaube ich, jetzt wieder locker über ein Jahr alt, dieser Trailer, aber es ist Immer wieder gut. wieder gut. Am besten finde ich auch dieses And the One Lightning Effect. Wirklich ein einziger Blitzeffekt durch 7 Staffeln. Boy. Nicht einmal approved, hat auch immer dieselbe Farbe, außer einmal grün. Ja, dann haben wir An der Gerhard ersten Staffel gut aus, behalten Troy. wir. Ja. Troy sah auch in der ersten Staffel gut aus, wurde behalten. Föderationsstempel oder Mint später zu ID Part und Counts, oder? Ja, die gab's eh schon. Ja. Dann gibt es den coolen Archer. Archer Außenteam, der sich auch nicht gerade so entscheiden kann, schieße ich links oder schieße ich rechts. So schießt doch keiner, oder?
So steht doch keiner in echt da. Ja, es gab diese Art von Szene schon öfter, also auch bei Fluch der Karibik, wenn sie da, weiß nicht, so drei Leute und jeder bedroht jeden, weil irgendwie jeder gegen jeden ist, dann. Aber es ist eine Pattsituation an sich, weil ich meine, er kann jetzt ja nur den beobachten und sehen, den der gerade anguckt. Den anderen, den er bedroht, sieht er ja nicht, was der tut. Der kann ihm dabei einen Phaser abnehmen und zack. Ja. Steht er doof da. Tut er sowieso schon, aber. Das Hemd sieht irgendwie auch aus wie so ein Nachthemd. Ja, ich wollte es gerade sagen, aber ich dachte, da hatten wir das schon mal erzählt, als wir den schon mal irgendwie hatten. Weil ich echt sicher bin, dass die Jacke eigentlich im Normalen in der Serie nicht diese Fleckenmuster hat. Davon gehe ich auch aus. Ich glaube fast eher, dass sie es irgendwie tatsächlich irgendwie aus der Serie so rausfotografiert haben, diese Szene. Und dass dieses Weiße der Schnee ist, der gefallen ist die ganze Zeit. Aber naja, Gott. Bei der Hose haben sie es dann richtig gemacht, oder wie? Keine Ahnung, die sieht auch irgendwie ganz anders aus. Disruptor Beam. Bei Archer geben sie sich irgendwie auch die wenigste Mühe, kommt mir vor. Da gibt es den Spiegeluniversums Archer, der komplett zusammengeschrumpft ist. Und der Teil hier. Dann gibt es diesen Django Archer mit dem Hut, der irgendwie auch total beschränkt ausschaut. Dann gibt es den Archer mit dem Raumanzug, wo du gesagt hast, das sieht aus wie dieser Hamster, wo man immer auf die Löcher drauf hat. Der muss aus den Löchern raus. Ja. Also irgendwie jede Archer-Version verkackt. Jetzt vielleicht so deren unterschwellige Botschaft noch, weil dabei Enterprise ist ja bei den Amis die unbeliebteste Star Trek Serie. Komischerweise bei den Europäern mit einer der beliebteren. Okay. Ja, und dann haben wir noch die Mora Zulu. Sternflotte, Föderation, Mensch, Pilot, einflussreich, Taktiker. Wann hatte Sulu Zeit, eine Familie zu gründen? Zitat Kirk. Ich war mir aber ehrlich gesagt nicht sicher, ob das wirklich eine Frau ist oder ob Sulu da einfach eine Perücke aufhatte. Oh. Und einfach nur ausgestopft. Alter, Alter. Es sieht nicht sehr weiblich aus. Hier vielleicht auf dem Bild, na wohl. Es sieht irgendwie seltsam aus. Das Gesicht ist so breit. Ja, ich glaube, man hat wahrscheinlich eher die Chinesen, die haben doch mal so Pfannkuchengesichter gecastet, ne? Warte, ich muss mir die mal anschauen. Ja, im Wiki, also im Dinges erkennt man es, wenn ich es google. Ja. Aber im Spiel? Sieht irgendwie komisch aus, oder? Ja, die Haare sehen auch anders aus, finde ich. So oben, als ob sie eine Klingonenfrisur da bekommen hat, irgendwie aufgesetzt. Ne? Es sieht aus wie eine Perücke irgendwie. Ja. Aber irgendwie so ein weird Moment, dieses Grinsen, das ist so wieder so. Die Bi grinsen, ich bin dabei. Das war wahrscheinlich sogar 1:1 diese eine Szene da, weil da grinst sie auch so. Ja, aber anders immer noch, finde ich. Also im Film noch ein bisschen natürlicher als hier. Ja, da haben sie einfach so harte Kanten irgendwie im Gesicht. Ja, auch finde ich die Hautfarbe, also hier, wenn ich die Bilder mir angucke, ist irgendwie viel mehr gelb oder orange irgendwie drinne. Da wirkt das schon fast wie so lila oder irgendwie so, keine Ahnung. Und wir machen mal das in der Bildschirmübertragung 1:1. Hier. So. Hier. So. Im Spiel, in echt. Im Spiel, in echt. No. Das ist echt eine Frau, okay. Ich war mir nicht ganz sicher. Bist du eine Frau? So beim ersten Date.
Bei Enterprise kann man sich nie so sicher sein, da haben irgendwie die Männer immer irgendwelche komischen Kostüme angehabt. So, Wenn ich da an Apollo denke oder Kirk als Romulaner oder keine Ahnung, immer diese komisch seltsamen Verkleidungen. Na gut, da war jetzt ja seltenst eine Geschlechtsumwandlung. Apollo? Was mit dem? Nee, sieht halt einfach beschränkt aus. Ja gut, er kriegt halt einfach nur ein griechisches Leibchen da, sag ich mal. Mhm. Also ich habe jetzt gerade auch mal bei mir das Bild eingebaut. Das ist das erste Mal hier, Folge 205, hier mit Special Features. Ich habe ein Bild eingebaut und kann das hier frei hin und her bewegen für die Aufnahme. Also da sieht man mal die Gegenüberstellung zwischen wie es im Film aussah und wie halt hier jetzt. Dagegen finde ich, strahlt aber ihr Halskragen in einem Orangeton, das hat schon fast sowas vom Alarmsignal, finde ich. Okay. Das ist hier ein Stern von der Formation. Mensch, Pilot, einfallsreich und Taktiker. Ja, ein bisschen Sicherheit, ein bisschen Befehl. Ach ja, weil wir bei Archer waren. Der eine sieht ja auch debil aus, der neue Archer da. Dieser, wo er so, wo er so hinhockelt und, ja. Genau. Archer, was war es? Demütigt oder sowas, ne? Da ist es eh, du brauchst ja nur in der Belohnung reingehen. Belohnung? Na, da wo du gerade drinnen warst, wo steht, nehmt Abschied, Brüder. Da ist er ja auch dabei auf dem Pack. Auch da. Ja, wobei da haben sie zumindest mal die Gesichtszüge relativ authentisch getroffen, finde ich gerade. Ja, das stimmt. Dann sah der wahrscheinlich wirklich so beschränkt aus in der Folge. Dagegen sieht irgendwie, weiß nicht, Troy links daneben aus, als ob sie durch fünfmal Photoshop Faltenlifting durchgerast wurde oder sowas. Keine Ahnung. Sieht einfach aus wie auf Drogen. Ich glaube, sie würde sich selber so hassen auf dem Bild. Keine Ahnung. Als sie gemeint hat, sie hasst die Folge und das ist halt wirklich so die Perfektion, wie sie einfach nur dasteht und dem Vieh grinst. Welche Folge ist denn das, wo sie diese Uniform trägt? Das weiß ich gar nicht. Weiß ich auch nicht. Trägt sie überhaupt Uniform? Sie trägt ja immer dieses Kleid. Aber die, ja, gegen Ende sie das. Da hat ja auch mal jemand, sie ist ja auf Twitter sehr aktiv und irgendjemand hat ihr mal das Timeline-Speed geschickt, wo sie da nichts anhat aus dieser Spiegeluniversums. Geschichte da mit den Schleiern und so weiter und so ziemlich weit ausgeschnitten alles. Mhm. Da meinte sie irgendwie nur so, oh my, mit so einem Grinsen. Also. Interessant, was sie dazu sagt. Marina Sirtis hat ihren Account gelöscht. Hat Twitter soeben verlassen, ja. Ich bin bei, ja, 180.000. Ja, den bin ich auch, aber nimm eine Null weg. Ich bin bei 18.000. Bin ich denn gerade bestenlistenmäßig? 1615. Nice. Eieiei. Oder Weg zum Krankenhaus ein bisschen Zeit gehabt und gedaddelt. Und ist es wieder hin wegen Auge oder? Ja, wieder Kontrolle. Achso, okay. Nichts Ernstes also. Nee. Hoppala. Nehme ich halt meine halbe Tastatur auseinander. Und danach gibt es wieder irgendwo mal Premium-Zeitportale. Naja, ob ich da hinkomme. Bei 350.000. Mäh. Komm. Phase 1. Ich glaube, Phase 2 war doch irgendwas Ekliges, oder? War das nicht dann die Ostmission? Es ist beides Expeditions-Event. Ich habe keine Ahnung. War das das mit diesen ekelhaften Tokens da? Mit dem? Ja, ich glaube. Oh Gott. Dann müssen wir schauen, dass wir noch 21 Stunden lang reinknotzen. Ich glaube, so lange mache ich gar nicht. Was? 24 Stunden Livestream hier? Yeah, nur Timelines. Nein. Übrigens ein
Beileid an alle, die gehofft haben, dass ich grinsender Chakotay von letzter Woche eventuell doch noch gerettet habe. Gerettet? Er war im roten Bereich bei der Crew-Kapazität. Okay. Er hat es nicht geschafft. Oh. Ja, tü-tü. Dü-dü-dü-dü. Er wurde durch die Luftschleuse teleportiert. Ja. Geschleudert. Mit den Worten: Ich hasse Voyager. Stirb. Ich weiß nicht, ob du es dann mithörst, wenn ich das jetzt hier abspiele. Hat man das gehört? Warte, ich hab grad Kampfmusik auf den Ohren. Also. Warte, warte. Motti, Motti. Geh doch mal weg, hier Kampfmusik. Okay, nochmal. Ja, Moment. Das geht nur 5 Sekunden, warte. So. Okay. Die wetten das Mucke, oder? Ja. Oh, gut erkannt, ich hätte es nicht erkannt. Ich habe die völlig anders in Erinnerung gehabt. Vielleicht haben sie die auch mal getauscht im Laufe der Jahre. So, jetzt das erste und so ziemlich auch einzige Ergebnis, was es bei YouTube gab, von daher. Ging ja auch unendlich lange. Ja. Sollst du irgendwann aufgehört haben? Ich glaube, bitte meinen Skandal, oder? Fast ein Skandal. Ich meine, es war ein Unfall, ja, aber ob es gleich ein Skandal. Ja. Von den Medien ist das sicher gut aufgeschnappt worden. Ja, die Medien schnappen sowas immer gut auf, weil es eben. Oh Gott, da ist was passiert, wir müssen uns draufstürzen. Oh Gott, Helene Fischer hat sich getrennt. Ach ja. Es sind so Nachrichten wie, was auch jetzt aktuell rumgeht mit, es darf das Wort Zigeunerbraten nicht weiter verwendet werden oder Zigeunerbratensoße, irgendwie sowas, wo ich mich auch denke, Leute, wir haben echt keine schlimmeren Probleme in dieser ganzen Welt. Bald darf man nicht mehr schwarze Schokolade sagen. Also mit weißer Schokolade jetzt wirklich, aber hier irgendwie, hallo? Jeder, der weiße Schokolade isst, der isst. Also halt, nee. Wird das nächste werden. Ich will gar nicht drüber nachdenken. Nee, 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 das ist. Weiß auch nicht. Mietscheid schaufelt jetzt ein Grab. Ja, hast du noch jemand für unsterblich? Apropos Grabschaufeln. Aber schöne Überleitung, komm, das war gar nicht so beabsichtigt, aber im Nachhinein Das denkt wir zum Einfrieren und Wegschießen. Ja, warte, Wesley Crusher. Shut up, Wesley. Freeze up. Freeze up, Wesley. Abwechsel, ja, genau. Kadett Wesley Crusher mit 800 Wissenschaft. Okay. Naja. Kann auch weg. Ein 47 Ingenieur. Okay, ja, die Kombi ist vielleicht nicht schlecht. Mal überlegen. Wer Nein. Und den Admiral Owen Paris. Vom letzten Mal. Oh. Owen. Oh. Mit 800 irgendwas Befehl. Er händigt mir schon sein Pad aus. Sehr nett. Dann kann ich dich ja gleich einfrieren. Nein! Dann habe ich noch die Commander Da steht aufs Ellen. Bett drauf, letzter Wille und Testament, oder? Dann habe ich noch den unfähigsten Sicherheitschef. Vielleicht kommst du drauf, wer es ist. Nicht Zu oft. Tascha. Nein? Unfähigster Sicherheitschef, Ja. nicht Sascha. Ja.
Du meinst unfähig im Sinne von Punkten hier im Spiel oder unfähig in der Serie? In der Serie. Okay, da muss ich zurück. Also Tuvok war schon gewissermaßen fähig. Wer war denn unfähig? Und taktisch. Worf? Stimmt, der war auch nicht unbedingt fähig. Hätte ich mal eins aufs Maul bekommen, war ausgenockt und dann war irgendwie Patt. Nee. Dachte, du würdest schneller darauf kommen. Ich bin enttäuscht, Arno. Ich muss gerade überlegen, wer eigentlich Sicherheitschef wo war. Also ich weiß, mir fällt gerade keiner bei Deep Space. Nein, Odo war Station, aber war der Sicherheitschef? Ich weiß gerade gar nicht. Nee, nee. Voyager ja, war es, glaube ich. Ja, war Void, war TNG und Worf. Chakotay? Chekov? Nein. Weiter? Da gibt's noch Reed? Nein. Jetzt hast du es aber weiter nicht durch. Weißt du, die Serie habe ich so innerlich ausgegrenzt. Die hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Die so klingt wie so ein trockener Laden, die Laundrie da. Ja, genau. Oh, das ist ein unbekanntes Wesen, das urriesig ist. Na, einfach mal drauf schießen oder sich ins Feld entfernen. Erstmal, ja, lass uns mal frei, wird schon nichts passieren. Hashtag der sinnloseste Tod in Star Trek ever. Dann reizen wir es noch ein bisschen. Ja, genau. Drum meinte ich ja nicht Tascha. Tod war nämlich auch nicht unbedingt sehr sinnhaft. Nee, nicht eigentlich. Das war, ja, ein Autorenstreich dafür, dass sie aufsteigen wollte, nehme ich mal an, weil sie hat ja nichts, die Folge hat ja keinen Fortschritt gehabt, nur weil sie gestorben ist. Ich glaube aber auch, dass sie es nicht besser lösen konnten, oder? Oder glaubst du, dass sie es absichtlich gemacht haben? Ich meine, man hat jetzt in den 80ern sich, was Drehbücher und sowas angeht, noch nicht so die Mühe gegeben. In der heutigen Zeit hätte man ihren Tod wesentlich heroischer gemacht, dass sie sich wirklich sich jetzt im Moment in irgendeinen Schuss reingeworfen hätte und irgendjemand, um Picards oder Rikers Leben zu retten oder so. Aber einfach nur so, ja, ich stehe hier dumm rum, gebe einen Kommentar, buff, tot. Dass im Nachhinein noch irgendwas rauskommt irgendwie. Ja, aber irgendwie... Wo man sich dann noch denkt, oh mein Gott, sie hat sich geopfert und war schwanger oder irgendwas, oder sie irgendwie noch voll ausschlachten. Schwanger mit Data, Androidenbaby. Der wahre Ursprung der Borg. Aber so, ja, wie du sagst, einfach rein, puff, tot. Fertig. Ja, aber war ein bisschen lame. Jo, kann man so sagen. Ja, aber Landry, die hat's echt getoppt. Ja, also, da muss ich echt sagen, das finde ich dann ehrlich gesagt sogar sehr schwach, diese Art von Tode für Discovery, die so erzwungen dramatisch sind, einfach nur, damit der Zuschauer, die hatte doch jetzt schon mal 2-3 Sätze gehabt, die stirbt auch. Ja, dieses Game of Thrones-artige, dieses jeder kann sterben, von dem man es nicht erwartet. Aber halt mit dem Nachteil, man erwartet es irgendwie schon. Das Schlimme ist, man sympathisiert mit den Charakteren, die sterben teilweise. Und das außerdem, ja. Also es gibt bei Game of Thrones immer zwei Todesarten. Diejenigen, wo man im Nachhinein, ja, stirb, aber qualvoll, nicht an Joffrey, ja. Und so Dinge, wo man denkt, nein, warum, nein. Grüße an Marjorie. Ja. Yeah. Aber da ist so, ja, hallo, ich bin ein Charakter in dieser Serie. Oh, ich bin tot. Aber auch eben irgendwie schon sehr vorhersehbar, dieses, oh, wir zwei Ranghöchsten beamen mal auf ein Klingonenschiff. Das gerade irgendwie halb am Explodieren ist, wird schon passen. Und es werden auch nicht mehr viele Klingonen da sein. Wir beide werden da schon ausnocken, wir Ranghöchsten.
Klappt bestimmt. Ich muss zugeben, ich war damals wirklich sehr naiv, als ich damit angefangen habe. Ich war einer der wenigen, die damals, glaube ich, gesagt haben, ich habe das jetzt nicht kommen sehen. und das andere auch mit dem Admiral, der mitten in der Schlacht mit mir stand, vorderster Front. Wir haben sie fast, die Klingone, wir drängen sie zurück. Ich habe eine ganz tolle Rede gehalten, jetzt sind sie erstmal ruhig. Ja. Das ist ja eigentlich gerade so. Oh Gott. Oh mein Gott. Was gab's sonst noch gut? Den von der Landry habe ich nicht kommen gesehen, weil der so doof war. Oder? Oder war es absehbar? Ich meine, irgendwie schon, wie sie es aufgemacht hat, war es dann schon absehbar. In dem Moment, wo sie den Käfig aufgemacht hat und rumgeballert hat, da war es ja absehbar. Ja, aber davor dachte ich so, hä? Ich habe es versucht, ich werde doch die zweite Staffel gucken, einfach weil ich glaube, die zweite Staffel wird wesentlich durchdachter werden als die erste, aber jetzt rein von den Trailern her. Ja. Ich war damals aber auch in diesem Ding drin, so, okay, nach 10 Jahren kein Star Trek im TV. Gib dein Bestes und sei offen für vieles. Ja, weil wenn das jetzt auch gleich wieder zermürbt wird, dann ja. Mhm. Ich werde auch nicht jünger. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr Star Trek sehen. Als nur alle 10, 15 Jahre. Von irgendeinem anderen Showrunner mal wieder. Ja, und ja. Aber so im Nachhinein wirkte der echt ein bisschen lame, der Tod. Wer ist sonst noch so gestorben? Viele. Der, ich weiß nicht, ob Steuermann oder ja. Ops-Offizier war, der dann statt an der Krankenstation im Gefängnis landete. Und ja, weil sie hinter dem Gefängniskraftfeld stand, ist ihr Teil vom Käfig nicht mit rausgerissen bei der Explosion, sondern der Teil, wo der andere stand. Ach, den habe ich schon wieder vergessen. Dann gab es noch den, den sie da im Turbolift das Genick gebrochen hat. Also der auch irgendwie... Oh. Das eine war der normale, das andere war der Spiegeluniversum. Mhm. Also er ist gleich zweimal gestorben, genauso wie die Landry. Oder Landry. Ja, oder? Stimmt. Da war der zweite wenigstens spektakulärer von der Landry. Das war ja mal so. So kann man mal abtreten. Der erste war so... So, oh, ich hab mich verlaufen. Oh, wie geht's dir eigentlich so? Ja, wir werden gerade beschossen. Pff, tot. Der Tod von Lorca, der war irgendwie unspannend. Ein bisschen also, weiß ich nicht. Der war jetzt wirklich komisch. Vorhersehbar. Der war zu sehr vorhersehbar, finde ich. Und er kam zu schnell. Weil das Schlimme ist, sie haben das am einen. Ja, ja, der kam. Offenbart. Mhm. Ja, der ja. war 13 Folgen lang der Böse, der Wahre, der große Plot-Twist. Nächste Folge tot. Da dachte ich auch, das bauen sie jetzt so richtig aus. Aber das dachte man ja öfter. Jetzt bauen sie es so richtig aus. Das hat die gerade Sporenantrieb, zack, vorbei. Das ist zum einen das Gute, zum anderen der Nachteil dieser Serie. Man denkt sich, jetzt kommt so und so. Nein, es kommt immer anders. Und immer schneller anders, als was man denkt. Man kann ja froh sein, wenn sie sich bei einem Plot pro Folge begnügen und nicht irgendwie 50 verschiedene einbauen. Hat natürlich Abwechslung geboten, aber ich fand, die Serie wirkte die ganze Zeit, als ob sie, weiß ich nicht, linke Spur, Autobahn, Vollgas. Aber jede Folge. Nämlich jedes Mal dieses Video wurde hier auf Discord auch schon mal gepostet, von Tom Hanks gibt ein Interview in so typisch amerikanischen Talkshow und berichtet dann davon, wie er das erste Mal in Deutschland erst Beifahrer im Auto war und dann selbst Auto fahren durfte, und da drüben sind ja die Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Autobahn viel strenger als hier, und dann durfte er mal ganz schnell fahren und ich war bei 180 Stundenkilometer, und dann meinte er nur so, egal wie schnell du auf einer deutschen Autobahn bist, du hast schon unmögliche Geschwindigkeitsgrenzen erreicht. Das Gesicht flattert nach hinten im Auto, in deinem eigenen Auto, ja, aber dann wirst du überholt. Und du wirst nicht überholt in... Ja. Nein, wenn ein deutsches Auto dich bei abstruser Geschwindigkeit, die du selbst drauf hast, überholst, dann klingt das... Ja!
Ich beäume mich jedes Mal, wenn ich das sehe. Das ganze Publikum. Okay. Just some lightning. Okay. Ja, gut zusammengefasst. Ja, und so fühlt sich die Serie halt irgendwie an, weil... Discovery in 2 Sekunden. Hallo, mein Name ist Böll. Ja. Die stimmt. Also es täte der Serie echt gut, wenn sie ein bisschen so vom Gas gehen würde, finde ich. Man hört nur so einen Blinker, so. Wir sind rechts angefahren, wir warten mal auf euch. Ja, da ging es jetzt nur mir so. Jedes, wir haben sie schon ein paar Mal bequatscht. Das ist ja mir damals aufgefallen. Das muss ich mir auf die Fahne schreiben, als ich das erste Mal erwähnt habe in unserem Talk. Und ihr beide so, ja, stimmt, ja. Das ist mir das erste Mal aufgefallen. Eines der wenigen Male, dass mal mir was auffällt. Ach, komm. Gerade wenn es um die technischen Begriffe geht oder so. Ah ja, das haben sie alle schon damals verwendet. Okay. Und bei technischen Begriffen bin ich auch... Was mir sehr oft gefallen hat, war dieses... die Sound wieder zu erkennen. Das wird dir nicht so sehr auffallen, weil du TOS nicht gewöhnt bist. Aber... Discovery verwendet verflucht viele Sounds aus TOS. Okay. Also wirklich von den alten Tricordern, den alten Phasern, den alten Sensorengeräuschen, die alten Computertippgeräusche. Das ist, ja, also ich fand es schön in dem Moment, ja. Ich meinte eher, dass mit den Requisiten, ein Archers Raum zum Beispiel, mit diesen ganzen, irgendein Gorn, Lockers Waffe oder so. Ja, ja. Dass das ein Gorn war. Ja, gut, auch TOS geschuldet. Aber zum Beispiel, dass da irgendwelche kardassianischen Ratten waren, die dann auch mal auf Deep Space Nine rumliefen, die sind mir auch nicht aufgefallen. Das war dann Tonys. Der hat da ein Auge für. Der hat auch diese komischen. Ach, wo war das denn? Ich glaube, die erste Folge nach der. Die haben es ja irgendwie in 2 Parts aufgeteilt mit Winterpause da. Und dann sind sie doch mit irgend so einem Shuttle losgeflogen, als sie im Spiegeluniversum ankamen und sich umgesehen haben. Und dann haben sie gesehen, dass da irgendwie Andorianer und Vulkanierleichen waren. Und ich habe erst nach so 15 Minuten selbst sogar, habe ich mal einen Andorianer in diesen riesigen Müllhaufen im Asteroidenall festgestellt. Den Vulkanier habe ich bis heute nicht entdeckt. Das ist schon krass, was da manche für ein Auge haben. Auge für Details. Da bin ich nur sehr oberflächlich, was Filme angeht. Also ich bin jemand, der dann gerne auch mal so, oh, den kenne ich, der hat mal da und da mitgespielt. So weit bin ich dann tatsächlich mal, dass ich dann immer mal weiß, wer hat wo schon mal so grob mitgespielt. Mhm. Ja. Oder dass ich dann Leute auch hinter Masken mal erkenne, rein irgendwie für Jun oder sowas. Ne? Mhm. Aber dass ich jetzt innerhalb einer Millisekunde, ich habe auch ehrlich gesagt, ich bin nicht so vom Interesse her, dass ich mir jetzt, okay, hier haben wir einen neuen Raum, ich mache mal Pause und studiere den mal 2 Stunden lang, bis ich wirklich jedes Easter Egg gefunden habe. Obwohl, auf der Brücke haben sie das schon exzessiv gemacht, als man mal diesen ruhigen Shot von der Brücke hatte, da so, hier Pause, so, also, was haben wir da alles auf der Brücke? Oder bei der Krankenstation so, warte, mach mal auf Pause, okay, was erkennt man da? Nichts. Okay. Lots of Lens Flares. Und irgendwelche Requisiten, genau. Ja, wir haben es ja versucht für die Szene. Also ich finde es nach wie vor, dass die Kamera einfach auch viel zu schnell war die ganze Zeit. Und immer Hauptsache in Bewegung und nichts. Ja. Must be a German camera. Ja, alles sehr gehetzt. Erzähltempo, Kamera. Ja. Tode. Aber mich würde ja mal eins interessieren. Für den Fall, dass wir jüngere Zuschauer haben. Keine Ahnung, ob. Hallo. Na, ja, Kuba.
Findet ihr das auch, dass das bei Discovery so ist? Oder ist es teilweise so, dass ja heutige Serien generell ein sehr viel höheres Tempo an Tag legen, als das, mit dem du oder ich groß geworden sind? Und das für uns jetzt einfach nur ist, ja, weil wir werden einfach nur scheiße alt. Wir sind es nicht gewöhnt. So wie HDR, dieses Additional Frame im Bild, und es wirkt alles wie vorgespult und Kopfschmerzen erregend. Und kommt die neue Generation oder die jüngere Generation damit besser klar, oder ist sie das eher gewöhnt und findet alte Serien wie TNG, Voyager und Co. nach dem Motto, mein Gott, bewegt doch einmal pro Szene die Kamera. Ist der eingeschlafen, der Kameramann? Schickt eine Dokumentation, da hält die Kamera 5 Minuten auf eine Person drauf und die redet einfach. Mein Gott. Hier sehen wir den Gorn in freier Wildbahn. In seinem gewohnten Territorium. Jetzt gibt's einen Hahnenkampf hier. Er wird bedroht. 20 Minuten später, selbe Szene. Als ich diesen Kampf von Gordon und Kirk in den Kopf ruft. Okay, ja, das ist vielleicht ein Ticken zu nuts. Und das dann mit der Stimme von so einem alten Universum-Moderator oder so. Das auch alles in einem Tempo erzählt haben, dass man am Ende des Satzes nicht mehr wusste, was der Sinn des Satzes und oder sein Anfang eigentlich mal ursprünglich gewesen sein könnte. Kann sein, dass das die heutige Jugend ist, da kann man gucken, mal gehen. Irgendwie nur so ein Fiebton, weil sie so komisch ist. Die Chipmunks. Discovery war wie die Chipmunks. Also Discovery war wie Eichhörnchen auf Ecstasy. Scheiße und zu schnell. Nee, es war schon unterhaltsam. Ja. Und so wie du gesagt hast, das war schon so ein bisschen unerwartet. Es ist nicht unbedingt immer positiv ist, aber zumindest hat man nicht jeden Plot gleich vorahnen können. Außer das mit Walk und Tyler. Und ich glaube, ausgerechnet den wollten sie eigentlich nicht, dass das so weit vorging. Wo alle schon meinten, also wenn sie es wirklich bringen, dann ist ja schon richtig lame, das weiß ja schon jeder. Ja, ne? Ich meine, gleich in der ersten Folge, wo dieser überhaupt vorkommt, ja, noch am selben Abend, bevor wir überhaupt drüber geredet haben, war diese Gerüchteküche am Brodeln. Und dann dauert es bis ins nächste Jahr, wo das offenbart wird. Das war im... Ich glaube, Oktober kam die Folge und im Januar flog es dann auf. Oder wurde es dann offiziell. Es hat so krass geworden durch YouTube und durch die ganzen Reaction-Videos. Ja, es gibt da jetzt schon wieder dutzende Videos von Star Trek Discovery Season 2 Trailer-Analyse. 34 Minuten, wie man ein 1,34 Minuten Video analysiert. Ich hab's auch mir bekannt vor. Ja. Bei mir wurde es gelöscht, ich weiß nicht warum. Grüße, CBS. Ja, das frage ich mich manchmal auch, wie bei Musikvideos, warum bleiben manche bestehen und andere nicht? Das weiß ich auch nicht. Ich habe einmal dieses Schwarzenegger Hasta la Vista Baby verwendet, zack, sofort gesperrt weltweit. Hasta la Vista Baby. Nur diesen Sound. Nur diesen Spruch. Ich hatte noch nie so schnell einen Strike so komplett weg. Oder Strike hat weltweit gesperrt. Zum Glück kein Strike, aber. Aber wie schnell das ging, so hochgeladen und weg. Ihr Video wurde gerade gelöscht. Ja. Weil normalerweise hat man das ja, dass dann. Oder ich hab's manchmal das irgendwie. 3 Jahre später dann so ein Strike oder so ein Copyright-Claim angemeldet wird. Ja, das habe ich auch öfter, wenn sie einen neuen Filter angewendet haben, der dann eben halt noch besser hinhören kann oder sehen kann. Was ich zum Beispiel hatte, war auch bei Stellaris, unser Multiplayer Stellaris.
Da habe ich doch irgendwann mal in irgendeinem, ich glaube, wo die Endzeitbedrohung kam, habe ich doch irgendwann mal diese Rede von Independence Day eingebaut. Vom Handy abgespielt, falls du Ah, dich noch ja? erinnerst. Weißt du, Ernsthaft? wurde sie bei dir geclaimed? Nee, ne? Nee. Nee, das hat bei mir jetzt auch ein halbes Jahr gedauert oder so. Ernsthaft? Ja, trotz all Vom dieser Handy? vier. Ja, er hat den Sound des Handys. Und trotz all dem, dass es nicht die englische, sondern die deutsche Synchrofassung war. Plus Stellaris Musik, Stellaris Battle Sound, unser Gerede. Hatte dann die Stimme dieser Rede erkannt und Boah, ja. okay, krass. Krass. Also dein, was du vorher reingespielt hast von Wetten, dass? Mal schauen, wie lange das online ist.